Kit ist ja hochnäsig. Leichte Rüstungen. Ja. Leichtfüßige. Ja. Bewegungen. Kluger Ansatz. Bei den Göttern. Was für eine Magie. Alter, ja, das ist mein Navi. Stimmt, ich sage nur das Fach Mathe und das Thema lineare Gleichungssysteme. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich eine nicht gezogene Waffe nähert. Wissen Sie, zu sehen, dass es einer der sehr wenigen immer noch so gute eine ordentliche Ausbildung in den verschiedenen Schulen der Magie erhält. Tobi, dann lern mal elementares Fachrechnen in 10 Minuten. Du hast 10 Minuten zum Üben und danach hast du Prüfung. Alter, habe ich gekotzt. Und man brauchte mindestens 50% zum Bestehen. War nicht geil. Wer ist da? Oh, guck mal, ein Internet-Troll. Ey, der ist voll fett. Gesundheit. Wegen elementarem Fachrechnen? Gesundheit? Innerhalb von 10 Minuten? Lineare Gleichungssysteme sind doch leicht. Jetzt kommen die Klugscheißer. Jetzt vorbei. Jetzt, nee. Jetzt wird hier geklugscheißert. Jetzt hast du meinen Mod getriggert, Tobi. Jetzt. Ja, aber braucht man nie wieder. Ich habe, also das elementare Fachrechnen habe ich auch nie wieder gebraucht. Was? Och, hör doch mal auf. Klugscheißer TV. Willkommen bei Klugscheißer TV. Heute lesen Sie Mathe. Und unten schund den Kinde sauber auch. Herzlich willkommen. Hier sind wir nun. Wollen wir hineingehen? Das ist besser, als herumzusitzen und über Magie zu sprechen, findet ihr nicht? Mir wurde immer gesagt, ich solle Ruinen wie dieser. Es ist immer ermutigend zu... Also gut, bitte bleibt in meiner Nähe, solange wir dort drinnen sind. Es müsste eigentlich sicher sein, aber es ist immer besser, vorsichtig zu sein. Ab in die Ruinen. Wisst ihr, es könnte hier irgendwo Gold geben. Naja. Kaum zu glauben, dass diese Ausgrabung genehmigt wurde. Es war eine der frühesten Nordsiedlungen in Himmelsrand. Und es war die größte. In der berüchtigten Nacht der Tränen wurde es von Elfen geplündert. Und es ist nicht viel darüber bekannt, was mit Satal geschehen ist. Dinosaur 014, bestes Game, stimmt. Und herzlich willkommen. Grüße dich. Und moin. Ne? Immer.
Nun, gibt es noch Fragen, bevor wir anfangen? Nein. Ja. Hm. Nun, warum schaut ihr nicht, ob ihr Arniel Gain helfen könnt? Er ist einer unserer Gelehrten und ist mit dem Katalogisieren unserer Funde beschäftigt. Vermutlich wäre er dankbar für etwas Hilfe beim Auffinden zusätzlicher magischer Artefakte hier in den Ruinen. Jeder verzauberte Gegenstand ist in Ordnung. Der Verzauberungsnutzen spielt keine Rolle. Wenn ihr etwas findet, kann die Klasse sich das ansehen. So, mal sehen. Was machen wir mit euch anderen? Brelina, meine Liebe, warum sucht ihr nicht... Oh, hör doch mal auf zu silzen. Oh, das macht ja aggro. Was, der Tobi ist 18? Der Tobi ist erst 18? Ihr Jungspunde. Mit 18 habe ich meine Lehre angefangen. Und ja, und was bringt sie mir heute? Nichts. Absolut gar nichts hat mir die scheiß Lehre gebracht. Kann man seine Talentpunkte irgendwie neu verteilen? Ui. Es gab mal eine Methode, ja. Und Hallöchen. Piandura. Netter Name. Alter, Cheaten ist jetzt nicht. Von Cheaten war jetzt nie die Rede. Es gab mal in irgendeiner Quest, ich weiß es absolut aber nicht mehr. Doch, bei Mira Arc, wenn du das DLC hast, da bekommst du ein Buch und damit kannst du Skillpunkte zurücksetzen. Ich hab's nur nicht genutzt, weil ich's nicht brauchte. Entweder war's bei Mira Arc oder bei irgendeinem, oh Gott, wie hieß der? Warte mal. Bei irgendeinem, bei irgendeinem Dedra-Typen, warte mal. Weltkarte, hier so. Septimus, Signus. Da bekommst du auch ein Buch. Jedenfalls entweder da, bei Septimus oder bei Mira Arc. Eins von den zwei Büchern konntest du Skillpunkte zurücksetzen, das weiß ich. Nur, ich hab's nie genutzt, weil ich's nie brauchte. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Es wird eine halbe Ewigkeit dauern, bis wir uns da durchgewühlt. Er hat was? Ihr seid also einer dieser neuen Lehrlinge, ja? Na schön, seht einfach zu, dass ihr meine Arbeit nicht durcheinander bringt, ja? Ich habe mir nur einen Teil davon durchgesehen. Ihr könnt euch gerne in den Kammern nördlich von hier umsehen. Seid bitte vorsichtig, ja? Wir wollen ja nichts kaputt machen. Okay, danke. Dankeschön. Kein Thema. Tragt einfach die übrigen magischen Artefakte zusammen, damit ich sie katalogisieren kann. Also gut. Oh Gott. Hier ist eins. Okay, tue ich das nicht wieder dahin. Jetzt bin ich... Was, putt machen? Nein. Ich will... Kann ich mir den Weg irgendwie freisprengen? Schöne Silze. Ähm.
Hallo? Gutes Sprengen. Ich weiß. Was in aller Welt war das für ein Lärm? Ist alles in Ordnung? Nein. Wie in aller Welt ist das passiert? Wirklich? Vielleicht hat das Amulett eine Bedeutung. Könnt ihr es irgendwie benutzen? Seht ihr das? Eine Art Resonanz. Hier und die Mauer. Das muss mit dem Amulett zusammenhängen. Ich frage mich, welche Auswirkungen eure Zauber wohl haben. Hab's kaputt gemacht. Hups. War's nicht. Das ist höchst ungewöhnlich. Und sehr interessant. War's nicht. Wehe, es behauptet jemand, ich war das. Warum in aller Welt sollte dies denn versiegelt sein? Was ist das? Ein Ort. Ich werd zur Mauer. Alter, ich bin eine Mauer hier. Ich bin nicht sicher, was uns hier erwartet. Bitte seid vorsichtig. Hä? Wartet, Magier, und hört gut zu. Wisset, dass ihr eine Folge von Ereignissen in Gang gesetzt habt, die nicht aufgehalten werden kann. Es wurde noch kein Urteil gefällt, da ihr davon nichts wissen konntet. Es wird ein Urteil über eure zukünftigen Handlungen gefällt werden und darüber, wie ihr den Gefahren begegnet, die euch erwarten. Diese Warnung ergeht an euch, weil der Sijik-Orden an euch glaubt. Ihr Magier, ihr allein habt das Potenzial, eine Katastrophe zu verhindern. Seid sehr vorsichtig und wisset, dass der Orden euch beobachtet. Ich schwöre, ich habe gerade etwas ziemlich Seltsames gespürt. Was ist da gerade geschehen? Irgendein Geist. Ich habe leider gar nichts gesehen. Könnt ihr mir mehr darüber sagen, was ihr gesehen habt? Sijik-Orden? Seid ihr ganz sicher? Das ist sehr seltsam. Und drohende Gefahren? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Es besteht keine Verbindung zwischen den Sijiks und diesen Ruinen. Und von ihrem Orden hat seit langer Zeit niemand mehr etwas gesehen. Vielleicht sollten wir einen Blick in diese Särge werfen. Jetzt seid bitte sehr vorsichtig. Wer weiß, was wir finden. Also gut. Lauf, alter Mann. Alu war's. Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. Es wird euch eine Lehre sein. Kommt die denn jetzt auf immer her? Was ist mit deinen anderen Schülern da draußen, mein Freund? Die sind jetzt erstmal wurscht, wa? Ui, Pfeile. Brauche eh nicht mehr. Ich wusste es, Geister. Nein, Tobi. Nein. Das ist einfach faszinierend. Seid bereit, euch zu verteidigen. Moin, Mädels. Los, runter! So etwas habe ich in den Nordruinen noch nie gesehen.
Seht euch nur all diese Särge an. So etwas habe ich in den Bordruinen noch nie gesehen. Seht euch nur all diese Särge an. Du wiederholst dich, Alter. Spuck mal die Schallbrille aus, du. Ist ja nicht mehr feierlich. Ja, moin. Was geht ab? Ihr Schweinebacken. Hui, ui, 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 ui. Da habe ich jetzt auch ein bisschen gepennt. Geister, Geister, Geister. Weißbrot. Weißbrot? Auf zu blocken, das ist uncool. Danke. Alter! Jetzt sei mal nicht so unhöflich hier. Und du da hinten machst überhaupt nichts. Du bist wieder zu nichts zu gebrauchen, ey. Oh, ein Todeswurf. Jetzt wird's interessant. Es wird euch eine Lehre sein. Pfeile. Nutze ich zwar nie, aber die wiegen ja nichts. Nö. Von wo bin ich jetzt hergekommen? Da war ein Geldbeutel. Den Bonus sehe ich nicht mehr. Da ist eine Truhe. Moin. Hi erstmal. Moin. Was? Viereckiger Hai. Alter, die Namen von Twitch, die sind einfach zu super. Viereckiger Hai. Da muss ich echt mal ein Bild von sehen, von dem viereckigen Hai. Aber willkommen, willkommen. Interessanter Name. Das stimmt. Alter, bleib liegen. Bleib liegen, hab ich gesagt. Es wird euch eine Lehre sein. Och nö. Nicht so ein Rätselzeugs. Fisch. Vogel. Ich habe eine Frage. Welches Level bist du? 33. Vogel. Fisch. Schlange. Vogel. Hm. Heute ist mal nebenbei gemacht. Och nö. Ein Vogel und noch ein Fisch. Ich bin Level 33, wie gesagt. Ach,
Oh, eben Mats. Was da in der Urne ist, das hat ja keinen mehr zu jucken. Gut, bist einiges höher als ich. Bin erst Level 9 oder 10. Kommt alles noch. Kommt alles noch. Das ist ein langwieriges Spiel. Da kann man sich schön Zeit lassen. Gemütlich machen. Niemand setzt sich unter Druck. Außer man streamt. Und hat manche Mobbing-Leute hier im Chat. Du jetzt mal ausgenommen. Du bist ja jetzt erst gerade hergekommen. Ne, Tobi? Ne, Ritterhörnchen? Mobbing-Leute? Ne? Kennt man ja, ne? Alter, wie billig ist denn das? Fuß runter! Alter, wie billig seid ihr denn? Also, wer darauf reinfällt, ist selber schuld. Okay, was haben wir hier? Schlange, Fisch, Adler. Ich weiß nicht, was er meint. Kappa. Schlange, Fisch. Ach du Scheiße. Ja, 3 Wochen Konsole weg. Kein Elder Scrolls mehr für mich. Muss hier noch ein Tobi geben. Wieso Konsole weg? Kaputt? Oder was ist da los? Ach nö, sowas hasse ich ja, ne? Vogelfisch. Fisch, Fisch. Schlange. Da muss jetzt ein Vogel hin. Verbot. Uiuiuiuiui. Das ist auch nicht so schön, ne? Ach, das ist doch doof, wenn sich das mitdreht. Ist nicht cool. Sag mal, habt ihr irgendwie Langeweile mit dem Scheiß? Das frustet. Nee, heute frisch bekommen. Dann erstmal GZ zur Konsole, ne? Schlange und Fisch. Vogel? Er muss noch Fisch. Also Vogel und Fisch. Hat er? Schlange und Fisch. Oh, hat doch geklappt. Wartet, mein Junge, wartet. Ich dachte, es sei höchste Zeit, dass ich wieder zu euch stoße. Warum denn das auf einmal? Es klappt so schön ohne dich. Geh weg. Ja. Genau aus diesen Gründen. Ja gut. Also so etwas. Nun seht euch das an. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir so etwas finden würden. Warum ist dies so tief in Sartal begraben? Bestimmt aus Gründen. Aber ich trinke mal ganz kurz heimlich was. Weil hier so. Vom Quatschen kriegt man Pappmaul. Ah, schön. Viel besser. So. Was ist denn jetzt Phase? Der Alte. Ja, moin.
Was könnte dies für ein Ort sein? Was soll ich jetzt mit dem Alten machen? Das weiß ich nicht. Aber ich finde es faszinierend. Wenn es stimmt, versteht sich. Die Insel Artaeum verschwand vor über 100 Jahren. Und seitdem hat sie niemand mehr gesehen. Und doch haben sie sich plötzlich dazu entschlossen, Kontakt mit euch aufzunehmen? Das ist wirklich spannend. Ich würde das als ein Kompliment betrachten. Die Psijiks haben sich immer nur mit denen beschäftigt, die sie für würdig gehalten haben. Man darf es nicht ankündigen, sonst ist es nicht mehr heimlich. Doch, doch, doch. Lebt wohl! Bleibt trotzdem noch heimlich. Finde heraus, welchen Gefahren hier lauern. Der da! Woher seid ihr gekommen? Ja, moin. Alter. Nicht scheint zu funktionieren. Die Leute sind es beschäftigt. Ich versuche, ihm etwas von seiner Kraft zu entziehen. Unkraftloses. Zum Glück macht mir Kälte nichts aus. Da, nun greift es an. Was dann da? Nehmen wir alles mit. Außer die Axt. Ich bin nicht der Einzige, der das sieht, oder? Also, das ist ja wirklich einzigartig. Das ist einfach faszinierend. Ich habe keine Ahnung. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Der Erzmagier muss sofort informiert werden. Das muss er mit eigenen Augen sehen. Ich wage es nicht, das hier unbeaufsichtigt zu lassen. Könnt ihr zur Akademie zurückkehren und Savos Aaron von dieser Entdeckung unterrichten? Bitte beeilt euch! Immer ich. Jetzt bin ich wieder los, Bursche, wisst ihr? Ich mach die Drecksarbeit. Da ist doch nichts, verrückter alter Mann. Das kann man von dir nicht sagen, Alter. Und schon geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Ich klopfte die jetzt schon wieder los. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Zum Glück guckt Chili man mein Account nicht. Ich wieder los, Bursche. Ich zieh mal an den Griff. Ah, ich hab vergessen. Habe ich die Kiste jetzt gelootet? Woher willst du wissen, dass ich nicht Chili-Mann bin? Du bist nicht Chili-Mann. Du machst nie so eine komische Lieder. Nee, hast du nicht. Alles klar. Danke dir. Hi. Ich werd alt. Ich bin alt und vergesslich und diese scheiß Streamingblase. Du wirst nicht alt, du bist alt. Nee.
Ohne Worte. Nee. 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 Mm-mm. Nee. Absolutes Nein. Alles gut. Das Alter sagt nichts aus. Aber hast du ja gesehen, ich werde vergesslich. Und ich bin zu faul zum Laufen. Siehst du, Ritterhörnchen und Tobi, der viereckige Hai ist freundlich zu mir. Nehmt euch mal daran ein Beispiel. So. Was für eine Liebe und Harmonie in diesem Chat. Ja, ja, ja. Nehmt euch mal lieber ein Beispiel am viereckigen Hai. Ich vergesse auch vieles. Da sind wir ja schon mal zwei. Er kennt dich doch auch, dich auch noch nicht. Aber dennoch, was ist freundlich? Siehst du, lieber viereckiger Hai, mit was ich mich hier rumplagen muss. Ihr seid noch ziemlich neu hier, oder? Ich habe euch schon gesehen, aber wir haben uns noch nicht unterhalten. Dann möchte ich mich gerne vorstellen. Ich bin Savos Aren, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Verstehen wir uns? Ja. Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist. Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Ich verstehe. Ich hoffe, es gibt von Tolftier noch eine genauere Erläuterung. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Tolftier kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Sprecht mit Urak im Arcanaeum. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Und? Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Stab des Magierlichts. So sind meine Freunde auch, wenn man es eine Freundin nennen kann. Lernt ihr fürs Leben. Ja, das kenne ich. Wenn ihr Talent habt. Das kenne ich alles selbst zur Genüge. Du siehst ja selber, wie ich hier gemobbt werde.